Hallo und herzlich willkommen zu meinem Vortrag, wo ich euch ein bisschen darüber erzählen möchte, wie ich in den letzten 5 Jahren in der Lage war, mein Hobby zum Beruf zu machen und tatsächlich von der Open-Source-Arbeit auch meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Erstmal ganz kurz, wer bin ich? Ich bin Daniel Gulsch und die Software, an der ich arbeite, ist ein Instant Messaging Client für das Java-Protokoll, für die Android-Plattform. Darüber möchte ich aber gar nicht heute so viel darüber reden. Da gab es andere Vorträge von mir zu, wie Conversations und so funktioniert, warum Java ganz toll ist und warum ihr das alle benutzen sollt. Könnt ihr euch nach dem Vortrag hier auf conversations.dm mal darüber informieren. Direkt zu Anfang mal, ich habe nicht alle Antworten auf eure Fragen. Alles, was ich hier in diesem Vortrag erwähnen soll, basiert einzig und allein auf meiner persönlichen Erfahrung. Ich habe keine Studien angefertigt oder so. Also manche Sachen kann man auch nur einmal ausprobieren. Also das ist zum Beispiel eine Android-App, die ich entwickle, die im Play Store auch ein bisschen Geld kostet. Und ich kann es nicht ausprobieren, ob es effizienter wäre, diese App kostenlos zu machen und dann nur auf Spenden mich zu verlassen, ob die Spenden dann höher wären, wenn die Reichweite dann irgendwie höher wäre, weil der Google Play Store erlaubt es mir nicht, eine App, die einmal kostenlos, weil wieder kostenpflichtig zu machen. Also was ich sagen will, es gibt halt einfach ein paar Experimente, die kann ich halt nicht tun und alles, was ich sage, ist halt einfach nur die Erfahrung, die ich in den letzten 5 Jahren gesammelt habe. Warum möchte ich trotzdem darüber reden? Und zwar finde ich, dass es über dieses Thema viel zu selten geredet wird und dass es auch im Internet relativ wenig Informationen dazu gibt. Also wenn man irgendwie so Open Source und Geld verdienen hört, dann denkt man immer irgendwie so Red Hat oder irgendwie sowas, ja? Die irgendwie riesige Firma mit 1000 Mitarbeitern sind und man weiß auch nicht so genau, wie die Geld verdienen, aber irgendwie dubios Support-Verträge oder irgendwie sowas. Ja? Aber wie man so in meiner Situation, wenn man quasi als ein Mann an so einem Projekt arbeitet, wie man davon irgendwie leben kann, da findet man relativ wenig zu im Internet. Ich kenne ein, zwei andere Leute persönlich, die das auch so ähnlich machen wie ich, aber die haben in der Vergangenheit auch noch nicht so viel darüber erzählt. Ja, und ich möchte halt jetzt zumindest mal irgendwie so einen Anfang machen und dann auch vielleicht irgendwie auf diese Art und Weise Feedback sammeln von anderen Leuten oder letztendlich auch vielleicht andere Leute dazu ermutigen, das so ähnlich zu machen wie ich, weil ich finde, eigentlich ist das so eine relativ hohe Chance, weil es ja, wenn man quasi Vollzeit an so einem Open-Source-Projekt arbeiten kann, das verbessert natürlich die Qualität von so einem Projekt enorm. Und mit so einem Ein-Mann-Betrieb, sage ich jetzt mal, kann man ja dann auch irgendwie Software schreiben, die jetzt vielleicht nur kleinere Nischen abdeckt und jetzt nicht unbedingt irgendwie sowas haben muss wie den Linux-Kernel oder irgendwie eine Linux-Distribution, wo jetzt irgendwie so eine riesige Firma wie Red Hat dahinter steckt. Ich sage das immer so schön, dass ich irgendwie so Vollzeit in Open Source arbeite. Aber was heißt das überhaupt? Also welche Aufgaben hat man dann zu tun? Ich meine, offensichtlich natürlich die eigentliche Softwareentwicklung, das Code schreiben, aber das ist dann unterm Strich eigentlich nur ein kleinerer Teil von diesen Gesamtaufgaben, die man dann zu erledigen hat. Eine Sache, die ich zum Beispiel stark unterschätzt habe vorher, also das ist auch mein erstes richtiges Open-Source-Projekt, was ich hier mache, eine Sache, die ich unterschätzt habe, war, wie viel Zeit darauf geht, Code-Review zu machen und irgendwie Pull-Requests von anderen Leuten zu bearbeiten. Und dann habe ich zum Beispiel so diese traurige Erfahrung gemacht, dass teilweise die Qualität von so Pull-Requests schon relativ niedrig ist und dass man da echt ziemlich viel Zeit reinstecken muss, um das irgendwie zu bearbeiten und dass man in manchen Fällen das halt einfach schneller selber schreiben könnte, als jetzt irgendwie da den Leuten zu sagen, wie sie es denn jetzt besser machen sollen. Und relativ häufig sind gerade so kleine Pull-Requests
mehr so eine Investition in die Zukunft. Also dass man dann halt diese Person, die diesen Pull-Request gemacht hat, was ja eigentlich nett ist, dann irgendwie halt einmal so ein bisschen an die Hand nimmt, der sagt, ja, mach das vielleicht so ein bisschen anders und sowas. Und dann quasi in der Hoffnung, dass es dann später irgendwann mal dann weitere Pull-Requests kommen, die einem dann tatsächlich Arbeit abnehmen unterm Strich. Ja, und dann finde ich mich relativ häufig so in dieser schlechten Situation, dass dann, da fühle ich mich auch ein bisschen schlecht dabei, dass dann irgendwie so Pull-Requests dann halt einfach irgendwie verkommen und dann irgendwie so idle da rumliegen, weil es einfach in meinem Zeitbudget nicht reinpasst, mich halt damit zu beschäftigen. Es gibt natürlich auch Ausnahmen zu dieser Regel, wenn es jetzt zum Beispiel heißt, dass Google Summer of Code ist oder irgendwie sowas. Da mache ich mit meiner Organisation auch regelmäßig mit und dann macht man es dann halt doch, dass man dann auch so Studenten dann halt nochmal dann doch an die Hand nimmt in der Zeit und dann doch nochmal ein bisschen mehr Zeit investiert. Ja, ein weiteres großes Aufgabenfeld, wo man einfach nicht drumherum kommen wird, ist, man muss irgendwie Support leisten. Also auch wenn man das quasi nicht will und die Software einfach nur so ins Internet stellt, von wegen so, Freunde, macht damit, was ihr wollt. Leute werden euch also oder so mit irgendwelchen Support-Requests bombardieren. Das ist dann auch so der Punkt, vielleicht ist es bei mir noch so ein bisschen schlimmer, weil meine App ja im Play Store ein bisschen Geld kostet und vielleicht fühlen Leute sich dann halt eher irgendwie dazu, sie hätten Anspruch auf Support, weil sie haben ja 2 € für die App bezahlt, dann müsste man jetzt auch irgendwie Support geben. Das weiß ich nicht. Das ist halt so der Punkt, wo ich eben meinte mit, ich habe halt neue Erfahrungen mit dieser einen App. Aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass halt egal, ob die App jetzt komplett kostenlos oder nicht ist, dass man halt irgendwie mit Support dealen muss. Ja, der grobe Trick ist halt dann irgendwie versuchen, so ein bisschen auf die Community zu verweisen. Also wir haben zum Beispiel halt einen Community-Support-Chat, wie jedes Open-Source-Projekt das, denke ich mal, hat. Aber es kommt halt trotzdem noch viel rein. Und ich mache es halt so, dass wenn die E-Mail irgendwie halt nett formuliert ist und halt auch schon alle Informationen, die ich brauche, in dieser E-Mail mitgeliefert werden. Ne? Also nicht irgendwie die erste E-Mail war, ich habe da ein Problem, kannst du mir helfen? Oder sowas, ja, und ich dann irgendwie nach 5 Mal nachfragen muss, wo druckt denn jetzt der Schuh? Halt, wenn das nicht der Fall ist, sondern alles in der ersten E-Mail schon drin ist, dann nehme ich mir auch mal die Zeit, auf diese E-Mail zu antworten. Ja. Ja. Aber letztendlich, da geht halt echt viel Zeit bei drauf, das zu machen. Auch nicht zu unterschätzen ist halt der Aspekt, dass man irgendwie Werbung für sein Produkt machen muss oder für sein Open-Source-Projekt machen muss, weil ich meine, das beste Open-Source-Projekt bringt halt nichts, wenn es niemand benutzt oder zumindest kann man dann halt kein Geld damit verdienen. Ja, und dann heißt es halt irgendwie zum Beispiel auf Konferenzen fahren und Vorträge halten oder versuchen irgendwie, dass die Medien über einen berichten. Wobei das in meiner persönlichen Erfahrung tatsächlich irgendwie so der frustrierendste Teil jetzt in den letzten 5 Jahren war. Ich habe halt beim 0.1er-Release von meiner Software, beim 1.0er-Release, beim 2.0er-Release habe ich immer Pressemitteilungen geschrieben und die halt irgendwie an unsere großen deutschen Computer-Nachrichten-Magazine halt rausgehauen und die wurden halt immer komplett ignoriert. Und das einzige Mal, dass Conversations, also meine App, irgendwie erwähnt wurde, war halt in einem Artikel, den ich quasi selber schreiben musste, der dann quasi nur dadurch reinkam, dass irgendwie jemand, den ich auf einer Konferenz kennengelernt hatte, irgendwie so ein Gastautor bei Golem war, der dann ein gutes Wort bei einem Redakteur eingelegt hat. Also das war so das einzige Mal, dass ich es halt tatsächlich geschafft habe, irgendwie als Conversations quasi namentlich bei so den Medien erwähnt wird. Direkt danach hat Heise dann auch von sich aus dann irgendwie einen Artikel geschrieben. Komplett garantiert nicht inspiriert von dem Golem-Artikel. Ja, und das kostet natürlich auch alles Zeit. Ne? Ich meine, so einen Artikel zu schreiben, da sitzt halt auch mal mindestens so ein Tag dran oder so. Ne? Ja. Und ein weiterer Punkt ist halt Social Media. Also ich bin auch gerne auf Twitter. Aber das ist dann halt natürlich auch so
der Punkt dann, wo die Grenzen zwischen Freizeit und ich mache Werbung für mein Produkt halt sehr fließend sind. Ja, wenn man halt irgendwie so auf Twitter rumhängt und halt, weiß ich nicht, die ganze Zeit Leuten sein Produkt andrehen will. Dann weiterer Aspekt meiner Arbeit habe ich jetzt mal mit Community Management überschrieben. Das ist zum Beispiel so Issues auf GitHub sortieren und halt irgendwie, ich glaube, weiß ich nicht, gefühlt 50% meiner Issues auf GitHub sind tatsächlich keine klassischen Bug-Reports, sondern mehr halt Feature-Requests. Und die gilt es halt auch irgendwie zu managen und zu verstehen auf irgendeine Art und Weise, weil ich weiß nicht, wenn ihr irgendwie Open Source macht oder auch irgendwie, weiß ich nicht, mit Kunden zu tun habt oder sowas, kennt ihr das ja sicherlich. Jemand hat irgendwie so ein Problem mit der App und dann überlegt er sich, wie könnte man dieses Problem lösen oder wie könnte sich die App anders verhalten. Und schreibt dann quasi einen Feature-Request für, wie er gerne hätte, dass die App sich verhält, ohne darzulegen, was halt sein eigentliches Problem war. Und vielleicht ist seine Problemlösung, wie er sich das vorstellt, halt nicht die ideale. Und dann musst du halt, wenn du quasi diesen Feature-Request liest, dann halt immer noch backtracken, was meinte der jetzt eigentlich oder was wollte der ursprünglich tun. Ja, und das ist halt auch Dinge, die halt so ein bisschen Gehirnschmalz nachfragen und halt einfach so managen, Zeit in Anspruch nimmt. Ja. Dann gibt es noch so Google Summer of Code. Das mache ich eigentlich ganz gerne. Weiß jeder, was Google Summer of Code ist? Weiß jemand nicht, was Google Summer of Code ist? Okay, das ist ein Programm, quasi ein Werbeprogramm von Google, wo sie über den Sommer Studenten, ich glaube, in der Größenordnung von $5,000 bezahlen, dass sie 3 Monate lang Vollzeit für ein Open Source Projekt arbeiten. Da können sich dann Open Source Projekte oder Communities bei Google bewerben, werden angenommen und die stellen dann quasi so Aufgaben ins Netz und quasi Studenten können sich dann halt von den Aufgaben was raussuchen, die halt eventuell noch so ein bisschen kombinieren und bewerben sich dann bei den Projekten. Und dann hat man halt quasi als Student halt, als Organisation hat man dann halt so einen Student, der für einen arbeitet über den Sommer. Und es ist halt eigentlich ganz cool, das ist halt hauptsächlich gedacht, um neue Leute in die Open-Source-Community halt reinzukriegen. Und da haben wir jetzt quasi auch 2 Jahre in Folge relativ erfolgreich teilgenommen. Ist dann natürlich auch immer relativ viel Arbeit, ja. Das fängt immer so Anfang des Jahres an, so im Februar und sowas. Und dann hat man halt sofort so zig Dutzende Studenten, die dann halt irgendwie so kommen und halt irgendwie beschäftigt werden wollen. Ja, eine weitere Sache, die jetzt speziell für mein Open-Source-Projekt valide ist, aber ich denke mal in abgewandelter Form auch für andere Projekte, ist die Koordination halt mit anderen Projekten. Also Conversations ist wie gesagt ein Instant-Messenger, der auch mit anderen Instant-Messengern kompatibel ist. Und dann muss man sich halt mit den Entwicklern der Server und der anderen Clients halt irgendwie ab und zu mal absprechen und gucken, ob die Clients kompatibel sind und halt diesen Standard, der dahinter steckt, weiterentwickeln. Und ja, da bin ich auch relativ viel involviert in dieser Standardsentwicklung und das kostet natürlich auch viel Zeit. Gut, jetzt habe ich darüber geredet, was so die Anforderungen sind oder wie mein Arbeitsalltag so aussieht. Kommen wir zu dem spannenden Teil der Finanzierung. So die eigentlich offensichtlichste Variante, die aber gerade im Open-Source-Umfeld dann doch selten gewählt wird, ist einfach das Binary zu verkaufen. Also ich meine, Open-Source heißt ja im Sinne nur erstmal, dass der Quellcode offen ist und auf, weiß ich nicht, irgendwo verfügbar ist, auf GitHub in meinem Falle. Das schließt aber ja eigentlich nicht kategorisch aus, dass man das Binary nicht irgendwie vertreiben kann. Das finde ich persönlich eigentlich ein ganz nettes Modell, weil es im Prinzip fair ist. Also jeder, der die App halt benutzen möchte, tatsächlich bezahlt halt dafür und jeder einzelne Benutzer ist halt quasi mehr oder minder dazu gezwungen, dafür zu bezahlen. Gerade wenn man jetzt so eine App entwickelt,
geht das ja auch eigentlich relativ einfach, weil ja die jeweiligen Telefonhersteller ja quasi die Plattform dafür bereitstellen mit diesen App-Stores. Ja, gibt es ja auf iOS, gibt es ja auf Apple, gibt es ja auf Android. Ja, auf den Plattformen ist es halt so ein bisschen das Problem, dass sie auch da so ein Monopol darstellen natürlich und auch einen relativ hohen Cut nehmen, die nehmen 30%. Ja, und man ist halt quasi dann auf Gedeih und Verderb von dann Google oder Apple, je nachdem, abhängig. Wenn die jetzt von einem Tag auf den anderen entscheiden, dass sie jetzt irgendwie deine App nicht mehr wollen, hast du natürlich ein Problem. Also wenn quasi 100% deiner Einnahmen daherkommen würden, dann brechen 100% deiner Einnahmen sofort weg. Jetzt speziell für Android habe ich die Erfahrung gemacht, dass diese Third-Party-Stores, also zum Beispiel der Amazon App Store, komplett irrelevant sind dafür. Also ich habe, meine App gibt's auch im Amazon Store, aber ich habe da wirklich einen Download im Monat. Ja, und gegen, weiß ich nicht, dreistellig, vierstellig Downloads im Google Play Store. Dieses Verkaufen-Modell kann teilweise so ein bisschen die Reichweite einschränken, weil natürlich Leute, die einfach nicht bezahlen können, weil sie schlicht und ergreifend kein Geld haben, dann natürlich ausgeschlossen sind. Ja, also können ja zum Beispiel auch einfach unter 18-Jährige sein, die keine Kreditkarte haben oder so. Und zum Beispiel Firmen oder sowas werden auch so ein bisschen ausgeschlossen. Zum Beispiel, ich habe eine Kommunikations-App, würde sich eigentlich anbieten, das so firmenintern zu benutzen. Aber dann musst du halt quasi deine Mitarbeiter mehr oder minder dazu zwingen, die App auf eigene Kosten runterzuladen. In den USA gibt es von Google für den App Store noch so ein Modell, was sich Google for Businesses nennt, wo dann eine Firma quasi Sammellizenzen kaufen kann. Für deutsche Entwickler steht das allerdings nicht zur Verfügung. Und das ist tatsächlich so die größte Einschränkung, die ich da spüre. Also ich werde relativ häufig irgendwie von Leuten angeschrieben, hey, wir haben hier so eine Firma mit 50 Mitarbeitern und wir wollen, dass sie halt die App benutzen. Es gibt aber schlicht keine Möglichkeit, außer dass jeder Mitarbeiter das halt quasi einzeln kauft. Ja, ja, genau. Ich habe so jetzt so ein bisschen das jetzt aus der App-Perspektive erzählt. Ich könnte mir aber potenziell auch vorstellen, dass das für Desktop-Software halt auch funktionieren würde. Also für Windows-Software sowieso, weil ich will jetzt nicht alle Windows-Nutzer in einen Topf werfen, aber Windows-Nutzer sind jetzt potenziell eher nicht so bewandt, wenn es darum geht, Software zu kompilieren. Beziehungsweise vielleicht ist es auch alles so ein bisschen komplizierter, als unter Linux so Configure, Make, Install einzugeben. Ja, und ich meine, unter Windows gibt es ja theoretisch auch so einen Store. Aber auch unter Linux könnte man rein theoretisch halt den Zugang zum Repository irgendwie für Geld anbieten, also den hinter eine Paywall stecken. Was eigentlich noch so den interessanten Nebeneffekt hätte, dass man, wenn man den Zugang zum Repository, den konnte man hinter ein Subscription, also hinter ein Abo-Modell stecken und dann hätte man sogar nicht nur einmalige Einnahmen, sondern halt regelmäßige Einnahmen, was eigentlich für so die Sustainability von so einem Softwareprojekt eigentlich besser ist. Also ich meine, ihr kennt das ja alle, dass halt so die großen Softwareprojekte jetzt alle irgendwie, also auch die kommerziellen Softwareprojekte, alle halt zu diesem Subscription-Modell wechseln wollen. Ja, also als Nutzer sieht man das halt ungern vielleicht, aber als Entwickler ist das halt das Einzige, was halt langfristig sich trägt. Weil irgendwann ist der Markt halt einfach gesättigt, egal wie groß der Markt für deine Software ist, irgendwann hat halt einfach jeder diese Software. Ja. Ja, das nächst offensichtlichste, was halt, ich denke mal, fast jedes Open-Source-Projekt macht, ist auf die eine oder andere Art und Weise Spenden einzusammeln. Da gibt es halt irgendwie so das klassische PayPal, was quasi mehr oder minder überall auf der Welt funktioniert. Kann man jetzt von PayPal, von der Firma halten, was man will, aber es tut halt quasi. Hier im europäischen Raum bietet sich ja noch die SEPA-Überweisung an, die man meistens eigentlich kostenlos machen kann. Auch da wieder, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat,
wenn man seine Nutzer irgendwie so in Richtung so Dauerauftrag pushen kann, auch wenn es wirklich nur geringe Summen ist, also weiß ich nicht, 50 Cent im Monat oder irgendwie sowas, aber von halt so regelmäßigen Einnahmen, da hat man halt eine Basis, mit der man irgendwie rechnen kann, ja. Weil ansonsten sind Spenden halt mehr wie Trinkgeld. So, ja, also ich kenne niemanden oder kein Open-Source-Projekt, was einzig und allein von Spenden leben kann. Und klar, man freut sich halt riesig über irgendwie gerade so etwas höhere Spenden oder sowas. Ja, dann kommt man irgendwie so eine Spende über, ich sage jetzt mal, 50 Euro rein und sowas. Und dann denkt man so, krass, so, das ist irgendjemand 50 Euro wert, so, ne? Und freut sich halt mega. Aber sagt halt niemand, dass im nächsten Monat nochmal irgendwie so eine Spende über 50 Euro reinkommt, ja? Ja, Bitcoin und andere Cryptocurrencies sind auch noch eine vergleichsweise bequeme Art und Weise, Geld einzunehmen. Da hatte ich tatsächlich früher auch meine eigene Wallet auf dem Telefon, seitdem bei Bitcoin die Transaktionskosten aber total in die Höhe geschossen sind, habe ich jetzt einfach, also von Bitcoin, meinem Cryptocurrency Exchange, habe ich jetzt einfach quasi die Adresse direkt auf meine Spendeninformation geschrieben. Macht halt so ein bisschen den Sinn von so Cryptocurrency und der Dezentralität kaputt, aber für mich ist es ja quasi einfach nur eine Art und Weise, irgendwie an Spenden zu kommen. Ja. Da könnte man sich bei Bitcoin und so noch überlegen, ob das irgendwie so ökologisch so Sinn macht, irgendwie da irgendwie so zigtausend Kilowattstunden irgendwie für so eine Transaktion da rauszuhauen. Aber gut. Also selbst wenn ihr irgendwie Bitcoin jetzt nicht auf eure Webseite schreibt, die Leute werden es halt anfordern und wollen halt da gerne drüber spenden. Und dann bietet man halt das auch an. Ist aber tatsächlich eigentlich nur ein kleiner Teil, der da über diese Cryptocurrencies reinkommt. War mal ein bisschen höher vor so 2-3 Jahren oder so, aber mittlerweile ist es auch wieder zurückgefallen. Ja, dann ein potenzieller Weg an direkt relativ große Summen Geld zu kommen, ist halt klassisches Funding, also irgendwie an Stipendien oder auf Englisch Grants zu kommen. Da gibt es eigentlich in jedem Sprachraum gibt es da Organisationen, die das machen, die meistens oder in vielen Fällen einfach dann tatsächlich Steuergelder weiterverteilen. Also dann wird halt diese Organisation mit Steuergeldern ausgestattet und die haben dann ihre eigenen Mittel und Wege, die halt dann weiter zu verteilen. In den USA ist zum Beispiel dieser Open Technology Fund relativ groß. Also das sind die Signal, also diese Messenger-App mit irgendwie 1 Million pro Jahr für irgendwie 3 Jahre in Folge oder sowas ausgestattet haben. Chat Secure für iOS, also quasi das Pendant zu meiner Software für iOS, hat auch von denen Geld bekommen. Im deutschsprachigen Raum gibt es jetzt seit, ich glaube, 1 Jahr oder 1,5 Jahren gibt es den Prototype Fund, der ähnlich funktioniert, die auch mit Steuergeldern ausgestattet werden. Im holländischen Raum gibt es NLNet. Die werden nicht mit Steuergeldern ausgestattet, die haben eigene Einnahmequellen, aber letztendlich funktioniert das alles aus Projektesicht genauso. Man bewirbt sich da halt, schreibt irgendwie halt eine Bewerbung, was man mit dem Geld vorhat, wie viel Geld man will. Ja, ist ein relativ großer Aufwand, weil man ja sich da irgendwie bewerben muss und dann auch zwischendurch immer Rechenschaft ablegen muss, was man jetzt mit dem Geld genau gemacht hat und so weiter. Klar, ne, wenn man da so 5-stellig Geld bekommt oder sowas, macht es nur Sinn, dass man da auch Rechenschaft drüber ablegen muss. Ja, aber wenn man halt Pech hat und man da halt nicht genommen wird, hat man halt jedenfalls relativ viel Aufwand für nichts verballert, ja. Und das ist halt, ja, also Aufwand, das ist dann mehrere Tage irgendwie Bewerbungen schreiben, dies, das. Ich habe es tatsächlich selber 2-mal hier beim Prototype Fund, also in Deutschland versucht, war aber nie erfolgreich und dann habe ich es ehrlich gesagt irgendwann aufgegeben. Ja, dann das weitere große Feld, was auch immer von so der Community, sag ich jetzt mal, an einem herangetragen wird, also im Sinne von mach doch das und das, ist halt dieses klassische Crowdfunding. Dann werde ich jetzt mal auf verschiedene Arten des Crowdfundings eingehen und
Ich weiß, dass es für jede dieser Arten mehrere Anbieter gibt. Ich nenne jetzt immer einen. Ja, also stellt euch das mal quasi symbolisch vor, dass es da auch noch andere Anbieter für gibt. Gibt es zum einen einmal dieses klassische Kickstarter, also wo man halt einmal irgendwie ein Subprojekt oder ein Projekt absteckt, sagt, man bräuchte jetzt so und so viel 1000 Euro dafür. Und dann versucht einmal quasi mit der Community auf diese Summe von Geld zu kommen. Und wenn das halt erfolgreich ist, dann macht man das. Und wenn nicht, dann halt gegebenenfalls nicht. Ist auch relativ hoher zeitlicher Aufwand, das alles zu machen. Gegebenenfalls auch ein bisschen finanzieller Aufwand. Also wenn man das halt richtig professionell betreiben möchte, gibt es da auch so Firmen, die einem quasi helfen, die eigene Kickstarter-Kampagne bekannt zu machen und sowas. Und die müsste man dann halt bezahlen. Und leidet halt extrem unter diesem Survivor-Bias. Ja? Also man hört halt immer von den erfolgreichen Kickstarter-Projekten und dann denken halt so Leute, boah, mach doch einfach Kickstarter, ist doch total einfach, da an Geld zu kommen. Aber wovon man halt nicht hört, sind halt die Tausende von unerfolgreichen Projekten. Und so ein inhärenter Bestandteil von Kickstarter sind ja diese Rewards. Also je nachdem, wie viel Geld man halt spendet, kriegt man halt noch irgendwie was als Gegenleistung. Und das finde ich bei Softwareprojekten immer so ein bisschen schwierig. Ja, also wenn man irgendwie bei Kickstarter ist und tatsächlich irgendein Produkt macht oder auch einen Film macht oder irgendwie sowas. Ja, wenn man einen Film macht, dann könnte man irgendwie, weiß ich nicht, das Filmposter, was man sowieso druckt, dann irgendwie noch signieren und an die Leute rausschicken oder, weiß ich nicht, bei den großen Sachen dann irgendwie Leute zur Premiere einladen oder sowas. Ja. Aber, weiß ich nicht, niemand will irgendwie meine Unterschrift haben oder irgendwie ein Filmposter von Conversations haben oder wir machen auch keine Premiere, also niemand will zur Release-Party von meiner Software kommen. Ja, genau. Ein relativ erfolgreiches Projekt, was es jetzt in letzter Zeit gab, war tatsächlich PeerTube. Kennt ihr PeerTube? Das ist quasi so verteiltes auf BitTorrent und der gleichen Technologie, die hinter Mastodon sitzt, also ActivityPub, basiertes YouTube. Also wo man halt, wo jeder quasi so sein eigenes YouTube hosten kann und ja, theoretisch können dann die einzelnen Instanzen miteinander reden und so weiter. Ja, auch relatives Nischenprojekt, aber die haben es jetzt tatsächlich vor 2-3 Monaten geschafft, 50.000 Euro damit einzusammeln. Also das war jetzt mal ein positives Beispiel, wo das halt mit Kickstarter quasi, also es war nicht literally Kickstarter, das war irgendeine Open-Source-Variante von Kickstarter, aber selbes Prinzip. Ja, da fand ich das mit den Rewards bei denen ganz interessant, weil die Rewards von denen alle komplett virtuell waren, also die haben noch nicht mal irgendwie Aufkleber gedruckt oder sowas, sondern die haben halt gemacht, wenn ihr irgendwie so und so viel Euro spendet, kommt ihr in die README, wenn ihr so und so viel spendet, kriegt ihr irgendwie ein Logo auf unserer Webseite für ein Jahr oder so und in den höheren Sachen könnt ihr irgendwie eine Stunde mit uns skypen oder so, ja, und dann hören wir euch zu. Ja, war aber erfolgreich. Ja, dann gibt's noch dieses Patreon, wo man halt auch dieses Crowdfunding macht, aber nicht mit einem definierten Ziel, also nicht irgendwie, wir wollen jetzt x-tausend Euro einsammeln, sondern halt mit so wöchentlichen Sachen. Ist hauptsächlich irgendwie so eine Plattform für Content Creator und Entertainer, also unter YouTubern und sowas ist das halt relativ erfolgreich. Und funktioniert da meines Erachtens auch besser, weil also was viele Leute dann da machen, ist irgendwie, dass die Videos irgendwie einen Tag früher released werden oder dass es Outtakes gibt oder dass es noch den persönlichen Discord-Channel gibt oder sowas, ja. Und das lässt sich halt alles relativ schwierig in die Open-Source-Welt übertragen. Ich meine, einen Chat, einen Community-Chat haben wir sowieso, sollen wir den jetzt schließen und den nur für zahlende Kunden zugänglich machen, ist irgendwie komisch. Ja, Outtakes können wir auch nicht veröffentlichen. Also ich meine, also die Bugs sind auch auf GitHub, aber ja, also alles lässt sich relativ schwierig auf Software übertragen. Das Einzige, was man sich vielleicht noch bei sowohl Patreon als auch Kickstarter überlegen könnte, ist, dass sich Leute irgendwie so Features wünschen könnten. Ja, aber ist auch wieder halt ein zweischneidiges Schwert, dann
Stell dir vor, ich sage jetzt, für 1.000 Euro kannst du dir ein Feature wünschen und dann wünscht sich jemand, er möchte jetzt mit der Instant Messaging App auch irgendwie die Kaffeemaschine fernsteuern. Ich kann es ja nicht einbauen tatsächlich in die App, dass man damit die Kaffeemaschine fernsteuern kann. Ja, also das ist ja total illusorisch. Und dann, also das Einzige, was man dann halt wieder machen könnte, ist, was die PeerTube-Leute gemacht haben, ist, wir hören euren Feature-Request zu. Ja, und ihr habt eben alle irgendwie so ein bisschen gelacht. Ich finde es halt auch irgendwie so ein bisschen komisch, Geld dafür zu verlangen, dass man irgendwie seinen Nutzern zuhört. Ja, da hatte ich relativ viel Hoffnung drin. Das kannte ich tatsächlich lange Zeit auch nicht und wurde mir dann, als ich diesen Vortrag oder einen ähnlichen Vortrag vor einem halben Jahr in Chemnitz schon mal gehalten habe, wurde mir das empfohlen. Und zwar Liberapay funktioniert auch im Prinzip so ähnlich wie Patreon. Also das ist auch wöchentlich, spenden Leute halt irgendwie Geld. Es kommt aber ohne diese Rewards aus. Also du musst ja nicht irgendwelche Rewards aus den Fingern saugen, sondern die Leute geben halt quasi ohne direkte Gegenleistung, beziehungsweise die Gegenleistung ist halt die Software, geben die halt Geld. Kommt auch, wie im Name schon so halb drin ist, Libera, kommt halt auch aus so dieser Open-Source-Ecke. Und hat auch sehr geringe Gebühren. Also du musst quasi die Payment Provider bezahlen, also die, weiß ich nicht, 1% für SEPA oder sowas bezahlst du. Und dann die Weiterentwicklung von Liberapay oder die Organisation dahinter wird halt auch durch Liberapay bezahlt. Also die haben halt selber einen Account und du kannst halt freiwillig den spenden. Ist gerade ein bisschen in Schwierigkeiten, weil die Probleme mit ihrem Payment Processor haben, der dann irgendwie so meinte, ihr habt nicht irgendwie alle Richtlinien eingehalten und den dann erstmal mit relativ kurzer Warnung, irgendwie so 3 Wochen oder so, erstmal den Hahn abgedreht. Das hat sich wohl im Moment irgendwie wieder irgendwie so ein bisschen gefangen. Aber die haben das Modell jetzt ein bisschen umgestellt, irgendwie rein. Diese wöchentlichen Payments, die man macht, sind quasi nur noch virtuell und man kriegt das Geld sofort, wenn die Leute das überweisen. Und dadurch, dass sie halt quasi vor 2 Monaten diese Panik gemacht haben unser Payment Provider ist jetzt ausgestiegen, sind halt relativ viele Leute von dieser Plattform dann abgewandert in dem Moment. Ja. Und deshalb steht das aus meiner Perspektive gerade so ein bisschen in den Sternen. Aber davor war es halt echt ein relativ spannendes Konzept und ich fände es auch echt spannend, wenn die sich halt wieder aufrappeln und das halt wiederkommt. Dann gibt es noch Bounty Source oder vergleichbare Systeme. Bounty Source wurde jetzt auch aufgekauft und von irgendeiner Firma und dann ist es halt ein bisschen dubioser geworden. Wer das Konzept nicht kennt, so, du hast Issues auf GitHub und Leute können halt einen Betrag spenden oder Betrag pledgen dafür, dass das Issue gelöst wird. Ja, und dann kann theoretisch jeder hinkommen, dass das Issue lösen, also das Feature implementieren oder den Bug solven und dann auf Bounty Source gehen und sagen, ich habe jetzt diesen Bug gelöst und dann wird halt das Geld ausgeschüttet, was sich da halt angesammelt hat. Meiner Erfahrung nach ist das eher so eine Art Motivation, daran zu arbeiten, an Features, die man sowieso machen wollte, weil halt die Geldsummen, die da drin stecken, die sind halt nicht hoch genug, um irgendwie tatsächlich deinen Stundenlohn oder irgendwie sowas auszugleichen. Und es ist halt mehr so, oh cool, ich wollte sowieso an dieser Sache arbeiten und ich kann halt noch 50 Euro nebenbei verdienen oder sowas. Ja. Aber das ist halt keine tatsächliche Finanzierung in dem Sinne. Wir hatten zum Beispiel bei Conversations mal, das meist requestete Feature in Conversations war Voice over IP. Also im Moment ist es halt reiner textbasierter Chat und Bilder und so natürlich. Und Leute wollten halt alle auch damit telefonieren können. Das größte Feature, was auch relativ viele Leute dann tatsächlich angezogen hat, war dann halt Voice over IP. Und ja, dann kam aber am Ende auch irgendwie noch 400 Euro zusammen und das ist, wenn man irgendwie beide Augen zudrückt, ist das so ein Tagessatz und da kann man halt keinen Voice-over-IP entwickeln, was halt mehrere Monate dauern würde oder so. Also Bounty Source und so und Co. nicht unbedingt geeignet, um halt tatsächlich Sachen zu finanzieren. Auch so ein Punkt, der ziemlich gerne und viel von so Dritten an dich herangetragen wird und warum machst du nicht irgendwie so Querfinanzierung?
Und Querfinanzierung heißt dann immer, mach doch einfach irgendwie, mach doch noch Hosting oder sowas oder biete doch professionellen Support an oder sowas. Ja. Aber was die Leute im Prinzip damit eigentlich sagen, ist, gründe mal ein erfolgreiches Hosting-Unternehmen, was so viel Überschuss hat, also so viel Gewinn einfährt, dass du quasi von dem Gewinn noch die Softwareentwicklung bezahlen kannst. Ja. Und dann stehst du halt vor der Aufgabe, ja, gründe mal ein erfolgreiches Unternehmen. Ja, oder um es mal umzudrehen, ich stelle vor, ich verkaufe irgendwie 5 Supportstunden oder sowas, dann bin ich ja 5 Stunden damit beschäftigt, Support zu leisten. Also, und wo ist dann die Zeit, wo ich an der App arbeite, ja? Also, das funktioniert halt nur, wenn es so groß ist, dass ich halt 50 Stunden Support verkaufen kann und dann vielleicht nur 40 arbeite und die restlichen 10 dann in die Entwicklung stecken kann. Ja. Tatsächlich probiere ich mich gerade so ein bisschen am Hosting. Also zu meiner App, die man normalerweise mit irgendwie Servern benutzt, die von Freiwilligen im Internet betrieben wird, habe ich mit einem Kollegen zusammen auch jetzt quasi kostenpflichtiges Hosting angeboten. Das läuft auch ganz gut in dem Sinne davon, dass sich das Hosting-Unternehmen halt selber trägt und wir irgendwie unsere Stunden so ein bisschen bezahlt kriegen, die wir da reinstecken. Und das ist ja in sich eigentlich schon eine Leistung, ja, dass sich dieses Hosting-Unternehmen halt selber trägt, aber wir sind halt meilenweit davon entfernt, dass das noch jetzt irgendwie die Entwicklung querfinanzieren könnte. Und das war auch nicht das Ziel, also wir wollten halt einfach nur einen Hoster entwickeln oder aufbauen. Dann der Punkt, wo ich tatsächlich, oder was so zu den größten Teilen zu meinem Umsatz beiträgt, ist halt so diese klassische Auftragsarbeit. Also das habe ich auch quasi von Stunde Null an, habe ich das klar gemacht, dass man, wenn man irgendwie unbedingt ein Feature in der App haben will, dass man halt an mich rantreten kann und dann mache ich halt einfach ganz normal ein Angebot und entwickle das. Ja, da sind halt so ein bisschen die Sachen, dass man halt gucken muss, ob es Mainline-tauglich ist oder also ob es die Erweiterungen oder die Änderungen, die man da macht, ob die halt tatsächlich wieder in das Open-Source-Projekt zurückfließen oder ob das halt irgendwie Änderungen sind, die so spezifisch sind, dass sie halt nur der Auftraggeber benutzen kann. Also wenn es jetzt halt, wenn der Auftrag wäre, das Logo und die Farbe zu ändern, damit die das irgendwie intern bei sich im Firmennetzwerk benutzen kann, da hat ja die Open-Source-Community nichts von. Ja, also dann könnte man das auch Open-Source machen, aber dann es will ja niemand unbedingt so die Farbe geändert haben. Gerade in der Anfangsphase habe ich dann bei mir festgestellt, dass ich tatsächlich strategisch sogar Features zurückgehalten habe. Also wenn ich halt wusste, dass potenziell ein Kunde Interesse an irgendwie Feature XY hat, dann habe ich das halt bewusst erstmal nicht entwickelt, auch wenn ich dann halt selber Bock drauf hätte. Könnte man jetzt tatsächlich auch als eventuell negativen Effekt verstehen, ja, also weil es halt dann der Open-Source-Community zumindest temporär erstmal schadet, weil die ja quasi den Zugriff auf dieses Feature nicht haben, aber das war halt einfach dann so eine Situation, in der ich mich befunden habe, mit der ich halt irgendwie leben musste oder mit der ich klarkommen musste. Und es ist auch da, wo ich da reingelaufen bin, als ich jetzt die 2.0-Version meiner Software released habe, dass es auch irgendwie so eine vage Verpflichtung ist, dann auch Features zu behalten. Also wenn irgendjemand mal für so ein Feature bezahlt hat und dann irgendwann stellt man fest, dass dieses Feature nicht mehr zeitgemäß ist, dann hat man irgendwie halt so diese zumindest moralische Verpflichtung, eventuell halt dieses Feature dann auch drin zu lassen. Oder man muss das halt vorher irgendwie abklären, dass das halt nur, für eine Major-Version irgendwie jetzt erstmal gilt. Aber dann trotzdem unterm Strich kann das ein sehr lukratives Feld sein, weil man da ja auch dann in einer sehr, sehr guten Position ist. Ja? Also der Auftraggeber hat dann ja immer abzuwägen, sich selber daran einzuarbeiten, um es umzusetzen, ja? Und was halt total zeitaufwendig und halt somit teuer ist, oder dich halt zu bezahlen, es einzubauen. Und dann kann man halt auch entsprechend vergleichsweise hohe Preise dafür verlangen. Also da kann man halt nicht nur den Stundenlohn nehmen, sondern man kann halt quasi das nehmen, was es dem Kunden wert ist. Und das könnte halt dann, also auch wenn ich das unterm Strich quasi nur eine Stunde kostet, musst du ja im Kopf behalten, dem Kunden würde es jetzt nur eine Woche dauern,
irgendwie sich darin einzuarbeiten und halt irgendwie mit der Software klarkommen. Und wenn du eine halbe Woche berechnest, dann ist es halt für den immer noch gut, weil der hat halt dann eine halbe Woche gespart. Und für dich ist es halt gut, weil dich halt das tatsächlich nur irgendwie eine Stunde gedauert hat, aber du halt dann quasi weitere zwei Tage hast, um halt einfach die Anwendung weiterzuentwickeln. Ja, so ein Punkt, was auch, wenn man irgendwie jetzt zum Beispiel sich so ein bisschen damit beschäftigt, wie könnte man Open Source finanzieren, was relativ viel genannt wird, was aber für mich leider nicht so richtig funktioniert, ist so Dual Licensing. Das setzt einmal, also das ist dann, dass man quasi seine Software absichtlich unter GPL stellt, zum Beispiel, und Leute, die es dann halt intern benutzen wollen, mögen halt die GPL gegebenenfalls nicht, weil sie halt ihre Änderungen nicht öffentlich machen wollen. Und dann wäre halt quasi die Idee, dass sie dann halt zu dir kommen, sagen, ich möchte die GPL nicht, ich möchte irgendwie den Source Code so haben, und dann bezahlen sie halt Lizenzgebühren an dich. Ah, das muss man sich halt von Anfang an überlegen und dann halt für seine Contributors halt so Contributor License Agreements machen, dass sie quasi dir die volle Rechte geben, was halt so als Contributor gegebenenfalls mag man das halt nicht. Und als Projekt muss man halt von Anfang an daran denken. Und auf der anderen Seite heißt es halt, dass man halt sich mit dem kompletten legalen und gerichtlichen Scheiß auseinandersetzen muss. Und im Zweifelsfall dann halt auch klagen muss. Ja, und dann ist es halt irgendwie, weiß ich nicht, eine Firma in Kanada oder sowas, die halt irgendwie deinen Source Code geklaut hat, und dann stehst du halt vor der Sache, also dann musst du halt dir irgendwie in Kanada einen Anwalt suchen und halt die Firma verklagen, ja, und weiß ich nicht, also ich traue mir das halt zum Beispiel nicht zu, oder ich habe halt die finanziellen Mittel nicht dazu, das zu machen, und deshalb habe ich halt für mich persönlich das Fazit gezogen, dass halt alles, was ich mache, einfach BSD oder irgendwas anderes relativ freies ist und macht damit, was ihr wollt, und ich versuche halt auf andere Art und Weise Geld zu machen. Ja, auch nicht komplett zu unterschätzen ist halt irgendwie die Aufmerksamkeit, die halt dadurch entsteht, also wenn man halt irgendwie ein relativ großes, erfolgreiches Open-Source-Projekt am Laufen hat, das gemanagt hat, dann macht sich das sicherlich relativ erfolgreich im Lebenslauf. Von dem Teil kann ich jetzt noch nicht aus erster Hand erfahren, weil ich halt noch nicht probiert habe, mich irgendwo anders zu bewerben und es halt noch nicht geguckt habe, ob irgendwie das jemanden beeindruckt. Aber was definitiv für mich geklappt hat, war, dass man damit dann auch irgendwie halt einfach in diesem Fachgebiet irgendwie bekannt wird und sich dann halt irgendwie auch Aufträge an Land ziehen kann, die halt einfach auf dem gleichen Gebiet sind, jetzt nicht unbedingt direkt an der App sind. Ja, weil, also zumindest bei mir ist es halt so, dass ich halt so tief in der Materie drin bin und dass das halt nicht so viele Leute gibt, die das halt sind. Und dann ist man halt irgendwann einfach so ein Experte auf dem Gebiet und dann treten halt die ganze Zeit Leute an einen heran und wollen halt so Dinge von einem, und dann kann man halt noch so Consulting-Kram machen und so weiter. Ja, aber gerade für junge Leute, hier vielleicht nochmal irgendwie so die Warnung, dass das niemals die einzige Motivation sein sollte, also irgendwie Dinge einfach nur der Aufmerksamkeit halber machen und sich halt irgendwie so ausbeuten, sich selber auszubeuten und sich ausbeuten zu lassen, nur in der Hoffnung, dass dann irgendwann mal Aufträge reinkommen oder irgendwie jemand auf einen aufmerksam wird, könnte eine relativ gefährliche Situation sein. Gut, damit kommen wir schon zum Ende meines Vortrags. Da ist meine Webseite Guldstehe, wenn ihr irgendwie was über mich erfahren wollt, da ist auch mein Projekt dann verlinkt. Ich bin auf Twitter unter dem Handle InputMice, und das war's. Danke für eure Aufmerksamkeit, und wenn noch Fragen sind, gerne im Anschluss. Test, Test. Reichst du das mal zu ihm durch? Okay. Du hattest ja das Modell erwähnt mit den Auftragsarbeiten und dass man die auch gut dann in teilweise in den... Das Mikro ist nicht an und ich höre dich nicht.
Ich glaube, ein Modell, was du nicht erwähnt hattest, hatte ich bei einer Software gesehen, Synergy heißt sie. Das ist so ein Ding für, dass man Keyboard und Maus scheren kann zwischen mehreren Rechnern. Die muss man auch kaufen, die ist auch Open Source. Und die hatten dann sowas, pro $5 darfst du einen Punkt verteilen und auf dein Lieblingsfeature voten. Und ja, dann wird halt an dem gearbeitet, wo an die meisten Votes drauf sind. Indem du die Software kaufst, hast du eh schon mal so ein paar Votes. Je nachdem, welche Version das ist, kostet dann halt mehr. Und dann kannst du aber auch noch weiter Geld reinstecken und sagen, das Feature ist mir jetzt Geld wert. Und dann kriegt das halt immer mehr Punkte und geht immer weiter nach oben. Das ist, glaube ich, auch so ein Modell, was man mal erwähnen kann. Okay, ja, das klingt nach einem tatsächlich interessanten Modell. Weißt du, ob die irgendwie so ein Backend dafür benutzen, also irgendwie eine fertige Software benutzen, um das zu machen, oder haben die es selber geschrieben? Ich habe gerade nochmal auf der Webseite geguckt, die haben das nicht mehr. Das gab es aber damals auf jeden Fall. Ah, okay. Ja, aber interessantes Modell, ja. Da war eine Frage. Du hast jetzt, ich sag mal, das Glück, dass du ein einzelnes großes Projekt hast, an dem du arbeitest. Mir geht's so, ich habe ganz viele kleine Baustellen, kleine Projekte. Siehst du da überhaupt eine Finanzierungsmöglichkeit oder braucht man da irgendwie eine gewisse Profilbildung, um überhaupt jemanden anzusprechen? Ja, interessante Frage. Ja, wie zu Anfang gesagt, ich habe halt quasi nur die Erfahrung mit meinem Projekt gemacht. Ich meine, man könnte es halt sicherlich probieren. Ich meine, die ganzen Spendenmethoden und sowas müssten ja wahrscheinlich bei kleinen einzelnen Projekten auch funktionieren, weil du dann halt vielleicht für die kleineren Projekte weniger Spenden hast, aber dafür halt breiter gefächert. Mit dieser Exposure und halt irgendwie so der Aufmerksamkeit generieren und sowas kommt es halt wahrscheinlich drauf an, was das für konkrete Projekte sind. Also ich könnte mir vorstellen, dass auch ein kleines Projekt, wo du halt selber jetzt nur eine Stunde die Woche reinstellst, wenn das halt quasi relevant genug ist für zumindest kleine Zielgruppen oder sowas, dass man da auch Aufmerksamkeit oder Aufträge an Land ziehen kann. Ja. Da... Ja, hallo. Ach so, funktioniert. Gut. Wenn man mit Unternehmen anfängt, wenn man mit einem Programm anfängt, wie kann man denn dann an Steuergelder dafür kommen? Ach so, wie man, ja, also diese, was ich meinte mit diesen Steuergeldern oder diesen Stipendien oder diesen Funds, die werden halt in der Regel über halt dritte Organisationen verteilt. Also im deutschsprachigen Raum ist das halt zum Beispiel der Prototype Fund und im englischen Raum oder in den USA ist das der Open Technology Fund. Und die haben dann eine Bewerbungsprozedur, die auf der Webseite halt beschrieben ist. Also beim Open Technology Fund geht das halt über mehrere Runden, dass du halt erstmal irgendwie halt dein Projekt vorstellst, sagst, das willst du machen, so und so viele Stunden willst du daran arbeiten, so und so viel Geld brauchst du dafür, diese Zwischenziele hast du und so. Und diese Organisationen haben dann irgendwie ein Gremium aus Experten, die dann halt über die einkommenden Bewerbungen entscheiden. Ja. Also und je nachdem, also kommt halt ein bisschen auf deine Bewerbung an, ob es halt hilfreich ist, schon vorher irgendwie was zum Vorzeigen gehabt zu haben oder halt nicht. Also ich glaube, das ist nicht zwingend eine Voraussetzung, dass man schon irgendwie Code hat, aber es könnte halt eventuell halt die Bewerbung halt so ein bisschen glaubwürdiger machen oder sowas, wenn man halt schon was hat. Aber einfach mal quasi auf der jeweiligen Webseite, zum Beispiel vom Prototype Fund, wenn du irgendwie aus Deutschland kommst, gucken und die beschreiben das halt eigentlich, was man tun muss. Für alle, die das interessiert, vielleicht weiterhin interessant, dass es morgen um 14 Uhr in Hörsaal 1 einen Vortrag How to Prototype Fund gibt. Okay. Gut, ich sehe kein... Doch. Ja, also ich glaube, es geht irgendwie um die Monetarisierung, nicht? Ja. Du hast jetzt, wenn ich verstanden habe, eine App entwickelt, die verkaufst du. Und der bist du dran. Wenn die ausfällt aus dem Store, bist du nicht arbeitslos, aber einnahmslos. Habe ich das richtig verstanden, ja?
Ja, also wenn jetzt die eigentlichen App-Verkäufe einbrechen, bin ich ja noch nicht zwangsläufig sofort arbeitslos, weil das ja nicht mein einziges Einnahme, okay, meine einzige okay, Einnahmequelle cool. ist, aber ja. Aber die Frage, hast du Erfahrung zu Support, hast du gesagt, oder sowas wie Service oder Dienstleistungen, dass du weitergehst, weil idealerweise hättest du ein Produkt oder sogar eine Plattform dahinter, dass man sowas wie eine Chat-Plattform, eine Community bildet und die Leute sogar dafür Geld zahlen, zumindest, dass sie dort diese Plattform nutzen. Hast du diese verschiedenen Kanäle schon mal untersucht, vielleicht nicht direkt in diesem Chat-Umfeld, aber in anderen, weil das wäre ja eine verschiedene Art von Einnahme. Möglichkeiten, vielleicht die einen lukrativer als die andere, mhm, und dass sie auch ein bisschen anders skalieren kannst und nicht direkt von deiner Entwicklungszeit abgeht, oder dass du zumindest mit ein paar anderen Entwicklern noch zusammenarbeiten könntest. Ja, ja, also das war ja das, was ich ein bisschen versucht habe, unter der sogenannten Querfinanzierung anzusprechen, also dass man halt irgendwie eine andere Plattform sich aufbaut, wie zum Beispiel für den Hoster, der zu meiner Chat-Plattform passt oder irgendwie halt ein Support-Unternehmen oder sowas. Ja, aber das setzt halt, ich glaube, wenn man das quasi erfolgreich gemacht bekommt, ist das halt ein wirklich guter Weg. Also ich glaube, letztendlich ist das ja auch, wie Nextcloud funktioniert oder wie Red Hat funktioniert oder wie OpenSUSE funktioniert oder die ganzen großen Firmen funktionieren. Ja? Aber es setzt halt tatsächlich voraus, dass man halt es schafft, halt so eine große Firma zu gründen. Und zumindest aus meiner Perspektive, so wie ich das sehe, ist es halt immer irgendwie so ein Overhead. Ja? Also dann ist man halt, weiß ich nicht, meinetwegen 80% der Zeit damit beschäftigt, diese Firma am Laufen zu halten, chargt seinen Kunden aber 100% und hat dann die restlichen 20% der finanziellen Mittel oder der Zeit, um die halt in die eigentliche App zu stecken oder in die eigentliche Software zu stecken, und dann muss man halt, also das muss halt groß genug skalieren. Also es ist halt einfacher in großen Firmen, wenn du halt irgendwie 10 Leute beschäftigt hast und dann hast du halt 2 Vollzeitstellen jetzt zum Beispiel, die an dem eigentlichen Produkt arbeiten. Wenn ich vorwiegend Geld verdienen will mit einer App, habe ich dann, wenn ich das Open Source mache, nicht mehr Nachteile als Vorteile? Du hast das gesagt mit dem Kanadier, die musste dann verklagen und alles sowas. Und dann sage ich doch, na, was soll das dann noch? Kannst du mal die ganzen Vorteile von Open Source zusammenfassen an dem Beispiel? Ja, ja. Wenn mein primäres Anliegen ist, Geld zu verdienen? Mhm. Interessante Frage, ja. Also zum einen finde ich Open Source tatsächlich immer noch richtig. In irgendeiner Art und Weise, ja. Also ich finde es gut, dass Produkte Open Source sind. Und ich würde ja auch von den Produkten, die ich benutze, gerne haben, dass die Open Source sind. Speziell jetzt in meinem Metier, wo Leute ja diese Chat-App benutzen, die nicht WhatsApp ist, sondern halt so ein bisschen Privacy-Focused und sowas ist, ist es, glaube ich, auch ein guter Marketingpunkt, dass die App Open Source ist, weil halt diese Leute, die halt irgendwie diesen Hintergrund haben und halt so ein bisschen paranoid sind, sage ich jetzt mal, die suchen sich halt bewusst Open Source Produkte aus, und ich könnte mir vorstellen, dass wenn die App Closed Source wäre, dass sie dann tatsächlich nicht diese Reichweite entwickelt hätte in dieser Zielgruppe, wie sie sie jetzt hat. Klar, in gewisser Weise ist Open Source natürlich die einzige Möglichkeit, wie du andere Entwickler dann doch noch dazu bekommst. Also wenn es halt nicht immer dieses Ein-Mann-Unternehmen sein. Die wollen ja dann das Buchen abmachen. Wenn die sehen, dass du mir Geld verdienen willst, dann musst du die bezahlen. Dann Ja, ich kann es auch einfach wiederholen. Ja, der Einwand war jetzt noch, wie das denn aussieht mit Open Source und ob die Contributors dann nicht irgendwie quasi was abhaben wollen vom Kuchen. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass es irgendwann ab einer gewissen Größe irgendwie ein Problem werden wird. Für mich persönlich war es jetzt noch kein Problem, weil von mir ist sowieso 90% der Code oder so. Und die Leute, die halt dazu beitragen, die machen das halt einfach gerne, weil sie jetzt halt selber die Software benutzen und sich das halt einfach mehr oder minder für sich selber diese Erweiterungen oder diese Pull-Requests machen und jetzt nicht, um irgendwie mit reich zu werden oder sowas. Oder dann auch, ich habe es auch schon häufig von Contributors jetzt gehört, dass sie das halt bewusst gemacht haben und auch wollen, dass ich halt quasi die Einnahmen bekomme, weil sie halt sehen, dass ich quasi die Hauptarbeit tue und sowas und das bewusst und auch gerne machen. Aber ja, beides valide Einwände. Also man muss die App nicht unbedingt Open Source machen, und in manchen Segmenten ist es vielleicht tatsächlich einfacher, das Geld verdienen, wenn es nicht Open Source ist.
Wobei auch gerade im Android-Segment ja auch so die Raubkopierrate und sowas extrem hoch ist. Ja, also vielleicht, wenn es nicht Open Source wäre, würden die Leute sich das einfach irgendwo klauen. Weiß nicht, ne? Ist Spekulation halt. Wie viele Klone von deiner Anwendung gibt es schon im Play Store? Extrem viele, tatsächlich, ja. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, aber eine Größe von so einem Dutzend oder so. Und die basieren alle auf deiner Codebasis? Genau, das ist teilweise ist das zu 99,9% mein Code, dass sie einfach nur die Farbe und den Namen geändert haben. Teilweise gibt es dann noch so kleine Mehränderungen, aber wirklich irgendwie, es gibt wirklich erstaunlich viele Klone, die einfach nur so die Farbe geändert haben oder so. Ja. Du hast gesagt, du kannst davon mittlerweile leben. Würdest du sagen, du kannst davon gut leben? Und also jetzt muss jetzt keine Zahlen nennen oder so, aber interessiert schon viel. Aber wie lange hat das gedauert, bis du sagen konntest, okay, das kann jetzt mein Haupterwerb sein und bleiben und da ist noch Entwicklung dahinter, dass es vielleicht noch mal ein bisschen mehr wird? Den Kraft der Einnahmen sozusagen. Ja, auch interessante Frage. Ich war, als ich damit angefangen habe, in der sehr komfortablen Position, dass ich als Student im Wohnheim gewohnt habe und quasi keine Ausgaben hatte und irgendwie, weiß ich nicht, mit meinen Lebensmittelkosten und den 200 Euro Miete im Wohnheim oder sowas auf das Level zu kommen, das ging tatsächlich relativ schnell. Und ich bin auch immer noch nicht so, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, ein Haus abbezahlen müsste, ein Auto abbezahlen müsste oder eine Familie finanzieren müsste, aber so ich als Alleinstehender kann davon eigentlich ganz gut leben. Ist halt wie jede selbstständige Arbeit, dass es halt immer mit Risiko verbunden ist. Ne? Also du weißt halt quasi nicht, ob es morgen immer noch so gut läuft. Aber im Moment klappt es eigentlich ganz gut. Jetzt nach 4,5 Jahren, beziehungsweise so nach 3 Jahren oder sowas, war halt, glaube ich, der Punkt erreicht, wo es eigentlich ganz gut geklappt hat, ja. In dem Titel geht es ja auch um Hobby. Wie viel Hobby und wie viel Arbeit ist das aktuell noch für dich? Ja, auch interessante Frage. Ich meine, es macht halt immer noch Spaß. Ja? Und meine Arbeitszeiten sind auch sehr verteilt. Also ich arbeite auch manchmal noch spät abends oder auch am Wochenende mal oder sowas. Ja? Aber ich glaube, dass es ja bei vieler selbstständiger Arbeit so ist, dass halt die Grenzen zwischen Freizeit und Arbeit verschmelzen. Aber zumindest von der mentalen Einstellung versuche ich das tatsächlich als Arbeit zu betrachten. Ja, also auch wenn es immer noch Spaß macht und sowas, aber also für mich so mental ist es Arbeit, was ich da reinstecke, ja. Noch die ganze periphere Arbeit, die da drumherum ist, also irgendwie so Issue-Tracker-Werbung auf GitHub, auf Konferenzen gehen und sowas, ist für mich zumindest mental auch Arbeit, ja. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe noch eine Frage, die sozusagen einfach den Erfolg des Produkts betrifft. Also es gibt ja viele Java-Clients, ja. Aber ich glaube, nur wenige sind so erfolgreich und auch nur wenige haben so die Qualität, wenn ich mir so den Markt anschaue. Also was würdest du sagen, war so der Hauptpunkt, dass du das irgendwie geschafft hast? Ja, ich gebe da tatsächlich so der Vollzeitarbeit die Schuld. Also ich glaube, dass das ein erheblicher Beitrag zur Qualität ist, weil wenn du dir gerade irgendwie so andere Java-Clients anguckst, die werden halt irgendwie in der Freizeit mal mit dem Tempo von einer Stunde die Woche oder irgendwie sowas gemacht. Und das ist klar, dass man, wenn man da 40 Mal mehr Zeit reinsteckt, dass das Produkt im Endeffekt besser wird. Und das ist ja, ich weiß nicht, ob das bei der Motivation meines Vortrags rüberkam, das ist auch Teil meiner Motivation, weil ich halt glaube, dass es eigentlich ein guter Weg ist. Also ich möchte eigentlich mit diesem Vortrag Leute dazu bringen, was Ähnliches zu tun, ob es jetzt irgendwie auch Java-Clients ist oder irgendwie andere Clients, aber ich glaube, wenn man halt irgendwie sich selber in eine Position bringt, wo man in Vollzeit an so einem Lieblingsprojekt arbeiten kann oder sowas, dass das halt für alle Beteiligten
halt cool sein kann. Also für die Nutzer, weil sie halt qualitativ gute Produkte bekommen und halt für den Developer, weil er ja quasi ja, sein Hobby zum Beruf machen kann oder halt an einem Produkt arbeiten kann in Vollzeit, was ihm Spaß macht oder was er halt gerne gehabt hat. Wie oft gehst du auf Messen, damit das gut genug läuft? Ja, gerade so im deutschen sprachigen Raum versuche ich ja fast so jede Messe irgendwie mitzunehmen, also zumindest mal als Besucher und auch auf irgendwie, wenn die Konferenz klein genug ist, dass ich da irgendwie einen Vortrag reinkriege ins Programm. Also zum Beispiel Chaos Communication Congress ist halt sehr kompetitiv, was halt so das Vortragsprogramm angeht, aber bei den kleineren Konferenzen versuche ich eigentlich alles schon so mitzunehmen, ne? Was gerade in der Anfangsphase ja auch tatsächlich mit Kosten verbunden war. Ja? Also nicht nur irgendwie die Zeit, die man halt da reinsteckt, auf der Konferenz zu sein und den Vortrag vorzubereiten, sondern halt auch dahin fahren und so. Ne? Aber ja, ich nehme eigentlich ziemlich viel mit. Wie viel das jetzt zum Erfolg beigetragen hat oder wie wichtig das ist, kann ich dir nicht sagen, weil ich die Negativprobe halt nicht gemacht habe. Ne? Ich habe halt nicht noch eine Software entwickelt und die wurde nirgends vorgestellt. Ich kenne halt quasi nur meine Software, die ich halt überall vorgestellt habe. Ja, aber ich glaube, das ist schon wichtig, ja. Ja, wie viel. Ach so, auf wie viel Messen pro Jahr oder so käme das dann? Oh Gott, ich glaube jetzt, im letzten Jahr waren es vielleicht 4 oder 5 oder so, auf denen ich war. Jetzt im deutschsprachigen Raum oder in Europa. Und die umgekehrte Frage, wie viel deiner Zeit verbringst du noch wirklich mit Coding und nicht mit dem ganzen elenden Rest drumherum? Ja, auch gute Frage. Ich glaube so, weiß ich nicht, im jährlichen Mittel oder sowas tatsächlich nicht so viel, weiß ich nicht, 25% oder so. Ne? Aber ich glaube, das ist in jedem Job so. Oder? Und also in jedem Job, der irgendwas mit so Softwareentwicklung auf einem etwas höheren Management-Level oder so zu tun hat. Wobei ich natürlich auch so meine Sprints habe, wenn ich jetzt irgendwie so ein Feature habe, was ich halt tatsächlich so durchmachen will oder sowas, dann mache ich auch mal irgendwie 1-2 Wochen am Stück oder sowas halt an einem Feature. Ja, okay. Das war's zeitlich. Nochmal danke für eure Aufmerksamkeit. Applaus